Wir haben das neue Samsung Galaxy S9 und zwar Plus-Version, das heisst die grosse mit der neuen Doppelkamera. Wir wollen heute zeigen die drei coolsten, verrücktesten neuen Features vom Top-Gerät von Samsung. Als erstes gehen wir hier hinten Wasserballon zerstechen. Samsung hat neue super Slow-Motion-Funktion. 960 Frames pro Sekunde. Richtig cool gemacht. Und Samsung hat das Problem gelöst, nämlich, dass man genau den Punkt trifft, wo man die Slow-Mo von ganz, ganz wenig Zeit will aufnehmen. Und zwar gibt es eine automatische Auslösung, wenn man sie in das Quadrat reinpackt, in Fokus. Dann wird dann ausgelöst, wenn wirklich etwas passiert. Und ja, beim Wasserballon-Test sehen wir, dass das recht gut funktioniert. Man kann nachher das Bild verschicken, unter anderem auch als GIF. Schöne Retro-Funktionen, ein Netz, cooles Feature. Wir haben jetzt auch Emojis, 18 verschiedene Gesichtsausdrücke werden erkannt. Man kann nicht einfach irgendwelche Tierli oder irgendetwas Lustiges nehmen, sondern das eigene Gesicht. Das probiere ich jetzt gerade mal aus. Ich muss da ein normales Foto von mir machen, ohne Brille zu heissen, ohne Lachen. Das probieren wir gerade aus. Normales Bild von mir, ohne Brille, ohne Lachen. Jetzt starte ich mal Next. Ich habe ausgewählt, ich bin männlich und jetzt sollte da ein Emoji entstehen. Mal schauen, ob es das mir wirklich ähnlich aussieht. Brüllen kann ich dann nachher machen. Mal schauen, es hat ein bisschen viel Haar gegeben. Tja, mal schauen, wie es weitergeht. Die Frisur stimmt noch nicht ganz. Die mache ich jetzt mit ein bisschen weniger Haar. So, Brüllen gibt es. So, leider mal so. Und? Irgendwie ganz schlecht gelungen, oder? Was jetzt natürlich lustig ist, ist, dass da alle meine Emojis und meine Gesichtsausdrücke erkennen. Das ist doch schon gar nicht mal schlecht gelungen. Im zweiten Anlauf hat es mich dann auch übrigens ohne Haar erkannt. Und ja, jetzt kann ich das verschicken, eine lustige Sache und ich denke, man erkennt mich gar nicht so schlecht. Eine Dockingstation gibt es schon fürs Note 8, die ist aber jetzt ganz neu designt worden. Die sieht nicht mehr so aus, sondern jetzt so, ist eigentlich ganz unspektakulär, aber hat sehr gute neue Funktionsweise. Man kann das nämlich jetzt als Touchpad benutzen. Ich kann hier Fenster mit zwei Fingern verschieben, ich kann hier mit dem Mauszeiger rumfahren und kann es wirklich als Desktop-Station nutzen mit einem grossen Bildschirm, mit unterschiedlichen Programmen, sogar Games sind möglich. Mein Fazit nach dem ersten kurzen Test, nach dem ersten kurzen Ausprobieren. Das Galaxy S9 bietet vor allem im Kamerabereich spannende Neuerungen. Auch die 1,5er Blende würde ich dann im Alltag gerne ausprobieren, was die wirklich bringt bei gutem Licht. Auch sonst ein schönes Gerät, vor allem die neue Farbe gefällt mir gut, wenn sonst das Design sehr an Vorgänger erinnert. Die Preise starten bei 899 Franken, plus Version kostet 999 Franken. Das ist nicht gerade wenig, aber man kriegt auch eine geballte Ladung an Technik und ein paar spannende Neuerungen.